Hallihallo, liebe Freunde, herzlich willkommen hier bei Verspielt Gaming mit Herz und ich begrüße euch zu einem weiteren Video in meiner kleinen Rubrik Stapel der Schande, wo ich regelmäßig eine Stunde lang immer so Spiele spiele, von denen alle Welt sagt, die sind super gut, aber ich habe die bisher keine einzige Minute gespielt. Und das Spiel, um das es heute geht, das ist wohl wahrscheinlich das Spiel, was mir am meisten Schande bereitet auf dem Stapel der Schande, nämlich Final Fantasy VII. Jetzt muss ich zu meiner Verteidigung sagen, ich bin kein großer Fan von JRPGs. Also zumindest von der Final Fantasy Reihe und deren JRPGs. War ich noch nie, werde ich wahrscheinlich auch noch nie sein. Aber der Tatsache geschuldet, dass das Remake von Final Fantasy VII bevorsteht und alle Welt sich darauf freut, als wäre es die beste Erfindung nach geschnitten Brot und der Klospülung, habe ich mir gedacht, jetzt musst du dir das Original doch mal angucken. Also das Spiel, das damals den Hype losgetreten hat, das auch Final Fantasy in eine neue Ära geführt hat. Denn alles, was danach kam, also fast alles, was danach kam, vor allen Dingen 8, 9 und 10, die gelten ja somit als die besten JRPGs überhaupt. Auch 15, das ja vor 2 Jahren, glaube ich, endlich erschienen ist, nach irgendwie 10 Jahren Entwicklungszeit, hat ja auch recht gute Kritiken bekommen. Also habe ich mir gedacht, okay, jetzt musst du dir Final Fantasy 7 mal angucken. Für die originale PlayStation, für die erste PlayStation ist das Spiel damals rausgekommen und hat die Leute wohl sowohl mit seiner Grafik als auch mit seinen Zwischensequenzen weggeblasen. Squaresoft, hieß Square Enix damals noch, der Publisher oder der Entwickler, die haben damals ganz viel Geld da reingebuttert in dieses Spiel. Und ich glaube, das sehen wir auch gleich, wenn ich hier loslege. Ich bin gespannt, was mich in der ersten Stunde erwartet. Klar, wie gesagt, eine Stunde für ein JRPG, das wahrscheinlich so 60, 70, 80 Stunden lang ist, ist wahrscheinlich jetzt nicht der beste Einblick, aber hey, länger, glaube ich, möchte ich es auch nicht hier werden lassen. Also, schauen wir rein in Final Fantasy VII finde ich zumindest jetzt mit euch zusammen mal heraus, ob das Spiel auf meinem Stapel der Schande zurechtgelegen hat oder ob ich es da schon lange hätte runternehmen können. Los geht's, würde ich sagen. Und zwar genau jetzt. Ich muss mich an eine andere Steuerung hier gewöhnen, denn obwohl ich die Steuerung hier belegen kann, habe ich jetzt Bestätigen auf B bzw. Kreis für die, die PlayStation spielen, weil logischerweise, liebe Freunde, spiele ich das hier auf einem Emulator. Seht's mir bitte nach. Und ich spiele das mit dem Xbox-Pad. Das ist auch so geil. Das hat auch, glaube ich, auch der Hersteller nie vorausgesehen, dass man PlayStation 1-Spiele mal auf dem PC mit einem Xbox One-Pad spielt. Aber hey, ich denke mal, das wird dementsprechend auch gut werden. Die Grafik ist natürlich jetzt, wie gesagt, es ist PlayStation 1-Grafik. Also erwartet jetzt keine Wunder. Deswegen freuen sich die Leute auch irgendwie komischerweise extrem auf das Remake. Denn ich glaube, das Remake sieht so aus, wie das Leute lange Zeit in Erinnerung hatten, dass das Original ausgesehen hat. Obwohl das Remake, ja, also ich weiß nicht, ich glaube, da werkelt die Engine von Final Fantasy 15. Und wie gesagt, so sieht es natürlich, da sieht es natürlich nochmal ein bisschen besser aus. Aber damals hier, allein diese Zwischensequenz, die hat die Leute damals extrem weggeblasen. Die Dame kenne ich, aus den ganzen Memes und so. Ich weiß nur eins über diese Dame, sie stirbt leider. Das weiß ich. Mehr weiß ich nicht. Deshalb ist es ist auch ungewohnt, mit unserer quasi Nicht-Protagonistin in dieses Spiel einzusteigen. Denn Cloud ist ja unser Protagonist, also der Anime-Junge mit den steilen, blonden Haaren und einem riesigen Schwert, was wir gerade am Anfang gesehen haben. Aber ich muss natürlich schon sagen, also diese Cutscene, also rausgezoomt, so ein One-Take sozusagen, auf die, quasi zu der Stadt, wo wir uns gerade befinden, das ist schon cool. Das ist schon cool. Also das sieht, für damalige Verhältnisse hat man sowas, diese Render-Sequenzen für damalige Verhältnisse, die sahen einfach genial aus. Und ein Jahr später hat Squaresoft auch diese Technik benutzt, um zum Beispiel die genialen Cutscenes zu machen in Parasite Eve, was ich euch hier schon mal vorgestellt habe auf dem Kanal. Und jetzt reinzoomen in Spielgrafik. Okay, das ist natürlich geil. Weil das ist jetzt Spielgrafik. Oh oh. Oh oh. Oh. Was für Wachen. ein Judo-Wurf und ein Judo-Kick hat gereicht. Oh, wer ist er denn? Oh ja. Aus den Trailern auf dem Remake kenne ich den. Und da ist Cloud. Cool. Komm, Neuer, folge mir. Alles klar, mach ich. Wer auch immer du bist, junger Mann. Dann folgen wir ihm mal. So, gehen wir los. Oh oh. Ey! What? Wer sind die denn?
Warum haben die meine Kumpels nicht angegriffen oder die Leute, mit denen ich unterwegs bin? Warum greift ihr nur mich an? Ex-Soldaten sind das? Cool, interessant. Maschinengewehr. Das benutzt ja hier die Kampfmechanik, die es dann auch zum Beispiel in, wie heißt es denn, die Kampfmechanik, das Spiel, Chrono Trigger. Benutzt hat quasi, ich habe so eine Zeitleiste, die sich füllt. Ich habe keine echte Rundenstrategie, sondern das ist irgendwie, jeder hat so ein gewisses Tempo, was man vorgibt und erst dann kann man eine neue Aktion machen und manche Gegner haben zum Beispiel ein schnelleres Tempo als der gute Cloud jetzt hier, beziehungsweise Ex-Soldat. Okay, so heiße ich jetzt, interessant. Gut, ich habe Erfahrung gesammelt, alles klar, ich habe keine Objekte und ich habe Gil eingesammelt. Was ist denn Gil? Gil Ofarim, wie der Sänger. Gil ist wahrscheinlich mein Gold, nehme ich mal an. Und wir gehen weiter jetzt hier, da wo meine Kumpels lang sind. Okay, alles klar, läuft. Also ich muss sagen, ich kann mir das schon gut vorstellen, als das Spiel damals erschienen ist, dass das die Leute grafisch weggeblasen hat, das Ding. So, was ist hier mit meinen Kumpels? Bix, wow, er war früher in Soldat. Sollte das nicht heißen, ich war früher ein Soldat? Egal. So einen wie den findest du nicht. Ich mag die Übersetzung. So einen wie den findest du nicht. Jeden Tag in einer Gruppe wie Avalanche. Avalanche. Okay, also wir waren früher ein Soldat und haben uns jetzt der Gruppe Avalanche angeschlossen. Okay. Jesse. Soldat? Sind das nicht die Feinde? Ach, die Gruppe heißt Soldat? Was ist das für eine... Sollte man nicht Armee nennen? Haben sie was falsch verstanden hier bei... Oder ist das eine Abkürzung? Steht Soldat für irgendwas? Also ist das ein Akronym? Das kann natürlich sein. Sind das nicht die Feinde? Was macht er bei uns... was macht er bei uns bei Avalanche? Also ich habe mich quasi... Ich bin übergelaufen. Ich bin ein Traitor. Ein Verräter bin ich. Okay, interessant. Moment, Jesse. Er war in Soldat. Ich glaube immer noch, es soll ein Soldat heißen, aber ich... Ich kann mir auch gut vorstellen, dass, weil das groß geschrieben ist, weil das alles groß geschrieben ist, alles Kapitalletter sind, dass das Soldat heißt, eine Abkürzung für irgendwas. Okay, ich war in einer Gruppe, die hieß Soldat und jetzt bin ich in einer Gruppe, die heißt Avalanche. Okay, the artist formerly known as Soldat. Er ist von dort weggegangen und jetzt ist er bei uns. Okay, das haben wir etabliert. Ich bin übergelaufen. Hab deinen Namen nicht mitgekriegt. Ah, der Klassiker. Ja, wir heißen natürlich jetzt Cloud, liebe Freunde. Einfach nur, weil, ich meine, es ist nun mal Final Fantasy, unser Charakter heißt Cloud, warum soll man den Namen ändern? Das haben aber JRPGs so an sich, dass man den Charakteren eigenen Namen geben kann. Cloud, Cloud, so heiße ich. Cloud, ich bin, was? Na, Bix, stand doch dort. Es ist mir egal, wie ihr heißt. Wenn dieser Job vorüber ist, gehe ich von hier weg. Gehe ich weg von hier. Okay, ich mache hier bei der Sache mit, um Geld zu verdienen, nehme ich an, und dann abzuhauen. Mit meiner Freundin wahrscheinlich. Wer ist... Oh, hier kommt er, der Digga. Verdammt, was macht ihr alle? Ich dachte, ich hätte euch gesagt, nie in der Gruppe zu gehen. Okay, verstehe. Warum? Sind wir dann ein leichteres Ziel oder was? Unser Ziel ist der nördliche Mako-Reaktor. Wir treffen uns auf der Brücke davor. Alles klar, wir schwärmen aus. Okay, cool. Ex-Soldat, hä? Huh? Trau dir nicht. Na, alles klar, ich trau dir auch nicht. Dicker schwarzer Mann. Barrett heißt er. Barrett heißt er. Ah, das ist interessant. Gut zu wissen. So, Barrett heißt er. Ja, warum soll ich mir das? Ist auch einfacher zu merken. Drück die Richtungstaste und die Abbrechen-Taste gleichzeitig. Okay. Mach ich. Und was kann ich dann? Oh. Oh, die Kamerafahrt. Also für damalige Verhältnisse. Wow. Weil man könnte ja denken, das sind vorgerechnete Hintergründe mit den 3D-Objekten. Ist es ja auch mit den 3D-Figuren. Aber dass man dann schafft, dass die Kamera sich darin bewegt, das ist ja nicht einfach nur ein Matte-Painting, sondern das ist wirklich, wird dann nochmal extra berechnet. Das ist schon eindrucksvoll, das muss ich sagen. Sowas, ihr habt mir gesagt, Richtungstaste und das. Ja, okay, alles klar. Dann kann ich rennen. Okay, alles klar, so kann ich gehen und wenn ich die Taste drücke, renne ich. Aber das war mir schon vorher bekannt. So läuft das in meisten RPGs ab. Bloß eben mit anderen Tasten. Okay, wer will jetzt aufs Fressbrett? Oh, mit einem Hündchen. Wisst ihr was? Wir benutzen mal einen Zauber. Eis. Und zwar auf den Hund. Hier ist irgendwie, das liegt wahrscheinlich in meinem Emulator, ist die Framerate nicht so geil. Wenn ich das mal sagen darf. In diesen Kämpfen. Aber das kann auch am Emulator liegen. Alter, ich bin ja mächtig. Der mächtige Eiszauber. Donk. Okay, dass ihr merkt es. Also der Soldat ist definitiv schneller als ich.
Deswegen konnte er eher angreifen. Zweimal sogar. Und der Hund hat mich auch angegriffen. Ich sollte mich vielleicht mal heilen, fällt mir auf. Das wäre vielleicht mal ganz gut. Ich habe wieder Erfahrungspunkte gesammelt, sehr gut. Und Gil habe ich bekommen, auch sehr geil. Ja, die zufälligen Kämpfe immer. So, was ist das hier? Was steht hier? Was ist das? Warnung! Okay, alles klar. Wahrscheinlich, wir werden angegriffen. Warnung. Gibt es hier eigentlich irgendwas zum Plündern? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, hier gibt es nichts zum Plündern. Das würde, glaube ich, angezeigt werden. Ey! Okay, ich dachte, wir sollen... Achso, die teilen sich auf. Okay, ich gehe mal zu ihm hier. Mal gucken, was er zu sagen hat. Oh! Angriff. Diese zufälligen Kämpfe, das sind JRPGs nun mal. Ist halt einfach so. Oh, oh. Wer ist er denn da hinten? Der kriegt einen Zauber. Und zwar Blitz. Was ist das denn? Was halt greift mich denn da hinten an? Feind gesichtet? Was? Was immer es war, es ist tot. Ich habe ihn geblitzt. Ich habe ihn geblitzt-dingst. Alter, die sind aber wirklich schnell, die Kollegen. Und hier, die haben so Tonfas und Maschinengewehre. Die hauen mir ordentlich rein, aber die kriegen mein Schwert zu schmecken. Und die halten nicht so viel aus. Das ist interessant. Wie viel Mana habe ich denn eigentlich? Ach, ich habe genug. Genug. Und er haut wieder mit meinem Tomfa. Oh, wie er zurückgeglitscht ist. Da muss ich keinen Mana aufwerten. Ich heil mich mal. Kann ich mich zwischen den Kämpfen heilen? Verdammt, da hätte ich auch ein Item benutzen können. Ist wie bei Pokémon so ein bisschen. Ja, entweder man benutzt ein Item oder man greift an. Die zwei Sachen kann man machen. So. Oh, ich, Rich, 310 Gil habe ich. Kann ich mein Inventar aufrufen? Ah, so. Alles klar. Objekt nehmen wir mal. Habe ich einen Trank? Ich habe drei Tränke. Oh, das nehmen wir. Oh, geil. Und Mana. Nee, Mana brauche ich noch nicht auffüllen. Mana brauche ich noch nicht auffüllen. Das ist okay so. Okay. Cool. Dann rede ich mal mit dem hier. Wedge, ich sichere den Fluchtweg ab. Konzentriere dich auf die Mission, Cloud. Alles klar. Mensch, glaubst du, wir können diesen Riesenofen wirklich in die Luft jagen? Da gibt's was zu sehen. Alles klar, Wedge, Biggs, Jesse und Barrett. Die generischsten Namen. Okay, wir jagen irgendeinen großen Reaktor in die Luft. Gut zu wissen. Oh, schon erinnert sich die Musik. Oh, was ist denn los? Barrett? Achso, da stehen sie und warten auf mich. Kann ich hier irgendwas drücken? Ah, nee, falsche Taste. Entschuldigt bitte. Kann ich hier irgendwas drücken? Nein. Okay, gut. Okay, Barrett, was ist los? Hä? Ist das dein erstes Mal im Reaktor? Das klingt, als ob die schon mehrere Reaktoren in die Luft gesprengt haben. Ja, ich bin das erste Mal hier. Ich bin neu hier. Ja, was sage ich? Ich sage ja, nein. Ich habe schließlich für Shinra gearbeitet, weißt du? Ich dachte für Soldat. Ich bin wahrscheinlich ein Freiberufler. Ich arbeite für viele Leute. Der Planet ist voller Mako-Energie. Die Leute hier verwenden sie jeden Tag. Ah, verstehe. Hm, interessant. Sie ist der Lebenssaft des Planeten. Aber Shinra saugt ihn immer aus mit diesen seltsamen Maschinen. Verstehe. Also wir sind quasi, was sind wir, Ökoterroristen? Sind wir Ökoterroristen? Sind wir quasi so die Fridays for Future bloß gewalttätig? Verstehe, interessant. Ich will keine Lektion, beeilen wir uns. Warum mache ich denn hier mit? Jetzt reicht. Ab sofort kommst du mit mir. Oh, weil ich wieder Worte gegeben habe. Oh, oh, er läuft in mich. Wir sind verschmolzen. Fusion! Was ist jetzt passiert? Okay, alles klar. Jesse heißt du, glaube ich? Nein, falsche Taste, schon wieder die falsche Taste. Ich will immer die Taste drücken. Ach, okay, Barrett ist jetzt in meiner Party, verstehe. Na gut, dann gucken wir mal hier, gucken wir mal. Status, gucken wir uns mal an. Hier, Barrett, was ist mit dem? Der ist cool, der hat ein Gatling-Gewehr. Das ist schon mal sehr, das finde ich sehr gut. Das finde ich sehr, sehr gut. Okay, Barrett, ich finde es gut, dass du jetzt bei mir dabei bist. Wedge? Wedge drückt einen Knopf. Biggs, Entschuldigung. Code entziffert. Okay, wir können jetzt reingehen. Alles klar, gehen wir rein. Noch irgendwas? Überleg dir nur, wie viele von unseren Leuten ihr Leben riskiert haben, nur für diesen Code. Oh, das ist ja Rogue One hier. Die Codes für den Todesstern haben wir geholt. Was ist mit dir, Freund? Du machst jetzt die Tür auf, alles klar. Code entziffert. Was sind die? Roboter? Code entziffert. Alles klar, cool. Warum teilen wir uns auf? Warum kann... Okay, nochmal. Code entziffert. Alles klar, cool. Kann ich jetzt da auch lang gehen? Ich will mit dir auch lang gehen. Warum bleibt der eine jetzt zurück? Keine Ahnung, was ist das? Jesse, drücke die Taste da oben. Die, wo Pi draufsteht oder wo 5 draufsteht? Also 3.14 noch was oder 5? Was soll ich, welche Taste soll ich denn drücken? Ich drücke mal irgendeine Taste. Drücke Taste. Einschalten. Warum reden die denn wie Roboter? Und warum ist das jetzt ein Mühe geworden anstatt ein P?
Das ist so typisch für Japan. Ne? Irgendwelche Zeichen nehmen, die sehen wissenschaftlich aus. Reicht. Allmählich saugen die Reaktoren das ganze Leben aus. Und dann ist Schluss. Ihr merkt, wie alt dieses Spiel ist, liebe Kinder. Da wurde Schluss noch mit SZ geschrieben. Nicht mit Doppel-S. Warum wackelt jetzt das hier alles? Was ist hier los? Fliegen wir jetzt gleich in die Luft? Huh? Ist nicht mein Problem. Alter, ich bin ja ein... Was bin ich hier für unseren Part? Der Planet stirbt, Cloud. Nein, tut er nicht. Mir geht es nur darum, diesen Job zu Ende zu bringen, bevor die Wache und die Robowachen kommen. Es gibt Wachen und Robowachen. Und er... Glaub an die Sache! Haut er mich jetzt, oder was? Okay, alles klar. Was war das jetzt für eine Bewegung, dieses... War wütend. Oh, was jetzt hier? Was passiert? Okay, cool. Ich weiß nicht, was gerade passiert ist, aber wir sind... Also mit dem Fahrstuhl gefahren, nehme ich mal an. Das sollte die Bewegung suggerieren. Wow, wo sind wir denn jetzt? Okay, wir sind dort, wo es Zufallskämpfe gibt. Wow. Wow, was sind das für Gegner auf einmal? Angriff. Angriff. Greif den da an. Und du greifst den an. Yeah! Sind die dann tot? Oh, das ist ja... Ist ja... Ha! Das war ja ein putziger Angriff, mein Freund. Alter, der hat ja nicht... Der hat die Kanone an seinem Arm. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Dass der die Kanone an seinem Arm hat. Ist ja geil. Barrett, ich mag dich. Kann ich nicht mit Barrett spielen? Kann der nicht der Held sein? Ich weiß nicht, was ich gerade besiegt habe, aber die Kämpfe machen Spaß. Das muss man mal sagen. Okay, kann ich da hoch eigentlich? Das würde mich mal interessieren. Ist die Leiter nach oben? Nein. Nein. Hier gibt's doch nichts wahrscheinlich. Hier gibt's nichts zu looten. Wir sind im Tutorial, Philipp. Da gibt's doch nichts zu looten. Aber ich muss sagen, was mir gefällt, im Gegensatz zu vielen anderen JRPGs verliert Final Fantasy keine Zeit. Wir werden mitten reingeworfen in die Action, aber wir wissen schon viel über unsere Charaktere. Also wir sind hier, um was in die Luft zu jagen. Wir haben uns einer Gruppe, ich sag mal, von Ökoterroristen angeschlossen. Und, wir selbst machen das nur fürs Geld wahrscheinlich. Oder für den Ruhm. Auf jeden Fall nicht für die Sache. Cloud, Angriff. Ist er der Tod? Oh, die können ja gar nichts, die Kollegen. Barrett, mach ihn platt. Barrett? Oh, Laser. Eduard. Ja, hallo. Ach, er darf zuerst, oder was? Los, Barrett. Genau, hau ihn kaputt. Yeah, geil. Die können ja gar nichts, die Leute. Also hätte man ihren Reaktor auch mal besser bewachen können. Mal ganz ehrlich. Wir steigen bald im Level auf. Und wir sind loaded. Wir haben 346 von solchen Gil. Oh, da geht's weiter. Kann ich hier noch weitergehen? Geht's hier irgendwie weiter? Hier geht's auch... Okay, interessant. Gibt's hier irgendwas? Das ist eine Tür, durch die wir gehen können. Gibt's hier noch irgendwas? Geht's hier weiter? Nö. Okay, alles klar. Das ist hier nur Kulisse und stinkt. Sozusagen. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich habe ich jetzt hier schon irgendwelche sammelbaren Items verpasst und, okay, ich sollte nicht so häufig rumlaufen, weil, klar, dann triggert man natürlich Zufallskämpfe. Ist ja ganz logisch. Ach, die können ja gar nichts. Angriff von hinten. Wir wurden überrascht. Übertölpelt wurden wir. Achtung, Achtung. Wie Manie. Angriff von hinten. Das muss ich mich erst umdrehen. Aber die können ja nichts. Habe ich gerade verpasst einen Angriff? Hat Cloud gerade den Angriff verfehlt? Ist ja interessant. Na gut, ist ein kleines Wesen. Oh, warum hau ich nicht so stark zu? Was ist denn jetzt hier los? Barrett hat das mit einem Schlag gemacht. Naja, man kann nicht immer genau treffen. Das ist ja quasi Rollenspiel, da wird ja quasi immer gewürfelt, intern. Und dann wird gesagt, okay, cool. So, können wir mal... Warum kriege ich nie keinen Loot? Also, ich kriege nur Gold, aber ich will auch mal looten. Looten und leveln. Also leveln ja und looten auch. Das muss drin sein in einem Spiel. Okay, gehen wir hier lang. Aber bisher gefällt mir das. Aber ich meine, keine Ahnung. Wow, wow, wow. Autosprünge. Bisher gefällt mir das, das muss ich sagen. Aber ich meine, es ist natürlich am Ende des Tages halt ein JRPG. Aber bisher sehe ich noch nicht, was es von anderen JRPGs so großartig unterscheidet. Bis auf die Tatsache, dass es eben rein in die Action gesprungen ist, gleich von Anfang an. Drücke die vor einer Leiter, um sie festzuhalten. Danach kannst du mit dem... Alles klar. Cool. Dann muss ich die Leiter nehmen. Okay, verstehe. Wir sind rangesprungen an die Leiter. Ist das geil. Bim, 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 bim. Okay, cool. Oh, ein Trank! Geil. Können wir uns heilen. Was ist denn hier los?
Drück die OK-Taste. Ja, ich weiß. Ach so, du gehst nicht. Warum bin ich denn der? Warum bin ich denn als Letzter, der am wenigsten daran interessiert ist? Ach so, geht auch so. Hier wahrscheinlich muss ich die Taste drücken. Ja. Warum bin ich denn der am wenigsten an dem Job dran interessiert ist, derjenige, der als Letzter hier bis zum Ziel vordringt? Was ist denn hier los? Ach so, ich habe ja Barrett mit dabei. Ganz vergessen, er ist ja in meinem Rucksack oder so. Keine Ahnung. Oder unten, was liegt denn da? Da lag was zum Looten. Wer überrascht mich denn hier auf einem Rohr? Wow! A209? Robocop! Und was sind Eisstrahlen? Rauchschuss! Oh, das tut weh. Das muss ich mir merken. Mach ihn platt! Cloud, du auch! Bam! Okay, ich glaube, Barrett. Strahlenpistole? Okay, Barrett, du greifst mal an. Und Cloud, du auch. Los! Ah, ich hätte mal Zauber nehmen sollen, weil bei Robotern hilft da bestimmt Blitz ganz gut. Alter, Barrett kriegt aber voll aufs Maul. Den muss ich dann noch heilen. Den Kollegen. Okay, er ist tot. Limit? Machtschlag? Na, aber jetzt geht's los. Was macht dann jetzt? Hadouken! Geil! Photonbombe oder was auch immer das war. Geile Scheiße. Okay, die halten nicht so viel aus. Okay, ich muss danach aber mal... Barrett muss ich mal heilen. Oh, das ist geil. Wir haben so Limits. Die werden dann wahrscheinlich aufgeladen während des Kampfes. Cool. Geil. Ist auch ein bisschen wie bei Chrono Trigger, wo man dann die Spezialmanöver hat, wenn man in der Party ist. Also in der Gruppe ist sozusagen. Okay, wir benutzen mal ein Objekt. Und zwar einen Trank auf Barrett. Sehr gut. Ja, Cloud reicht. Ja, das ist in Ordnung. Das ist vollkommen okay. Mehr braucht man nicht. Am Ende hätten wir da unten jetzt sowieso wahrscheinlich einen Supertrank aufgesammelt, so wie ich das sehe. Okay, und spring mal ran. Yeah! Cloud. Spitzenmäßig. Ja, am Ende, wie gesagt, es ist Final Fantasy. Es ist cool. Definitiv. Also, es macht Spaß. Und klar, also technisch muss man wirklich sagen, Speicherpunkt. Speichern. Ja? Kann ich speichern, bitte? Ach, hier kann ich jetzt speichern, im Menü. Können wir speichern. Da speichern wir. Steckplatz 1. Ach so, doch. Ich kann speichern. Ich dachte, weil ich einen Emulator habe, kann ich nicht speichern. Aber das muss erstmal suchen. Okay, jetzt lege ich einen Speicherplatz an. Ja, hier, Steckplatz 1. Da habe ich meine Memory Card drin. Liebe PlayStation. Habe ich dort. Okay, das dauert aber ganz schön lange, weil klar, es ist Emulator. Muss emuliert werden hier. Aber wenn man sich überlegt, dass es mittlerweile PS4-Emulatoren gibt. Ich weiß nicht, auf welchen Rechnern das laufen soll. Na, egal. So, wir haben gespeichert. Ja, kann ich jetzt hier... Habe ich gespeichert? Wirklich speichern? Ja. Karte nicht entfernt. Das dauert aber lange hier. Fünf-Schritt-Authentifizierung müssen wir jetzt hier machen. So. Okay, gehen wir hier lang, weil hier gibt es doch bestimmt einen Loot. Gibt es hier Loot? Alter, jetzt sind wir aber... Geil, guckt euch mal die animierten Hintergründe an. Habt ihr das gesehen? Geil. Wow. Achso, das war gar nicht der richtige Weg. Nehme ich mal an. Okay, cool, dann gehen wir zum... Was ist das? Was liegt hier? Was ist das? Substanz wiederherstellen erhalten. Interessant. Wahrscheinlich, wenn wir sterben, können wir wieder auferstehen. Wenn wir das hier in die Luft jagen, bleibt nur noch ein Haufen Schrott übrig. Sehr gut. Cloud, stell du die Bombe ein. Okay, solltest du es nicht machen? Mach doch einfach, Idiot. Ich passe auf, dass du alles richtig machst. Okay, das ist ja wie bei der Ausbildung. Gut, wie du willst. Ich mach's bestimmt falsch. Pass auf! Das ist nicht nur ein Reaktor. What? Ich habe gerade eine Vision wahrscheinlich gehabt. Was ist los? Ich hatte gerade eine Vision. Hä? Was ist los, Cloud? Beeil dich damit. Tut mir leid. Ich wurde gerade von... die Macht ist gerade in mich hineingefahren. Ja? Kylo Ren hat gerade versucht, mit mir zu reden. Hat gesagt, komm zur dunklen Seite, Cloud. Rey. Was auch immer. Aufgepasst, jetzt kommen sie. Wer? Oh, der Bösewicht, der Oberbösewicht, der Oberaufpasser, die Robo-Wachen. What the fuck? Das sieht aus wie ein Endboss. Benutzen wir mal einen Zauberblitz hier bei dem Kollegen. Und Angriff Barrett, ganz normal. Was hat er jetzt gemacht? Er hat mich eingesprüht. Ziel anvisiert. Okay, Blitz. Wir machen jetzt die ganze Zeit Blitz. Dom, bom, bom. Okay, cool. Gewehr? Das gefällt mir nicht.
Angriff. Oh, oh. Und Angriff. Und dann machen wir bei der nächsten Runde mal wieder Blitz mit einem guten Cloud. Okay, Cloud. Darf ich jetzt als nächstes mal? Zauber, Blitz. Was macht er jetzt? Ach, er visiert wieder an. Das ist interessant, dass er das machen muss. Der blöde Roboter. Los, Cloud. Blitz. Yeah. Das scheint ordentlich reinzuhauen. Und irgendwann kann ich ja wieder meinen Mega-Angriff bestimmt machen. Gewehr macht er wieder. Ich mach mal jetzt Eiszauber. Okay, ich muss dann langsam mal... Barret muss ich heilen, sobald er bei 200 oder so ist. Dann werde ich mal Barret heilen. Eis macht Eis. Eis macht nicht so viel Schaden. Das habe ich mir beinahe gedacht, weil es ist ein Roboter. Da macht Blitz mehr Schaden. Das ist einfach so. Okay. Er visiert jetzt wieder an. Wir machen Zauber. Blitz. Dieser riesige... Roboskorpion. Greift nicht an, wenn sein Schwanz oben ist. Scheiße! Er wird mit dem Laser... Warum sagst du mir das jetzt? Ich habe schon angegriffen. Super gut. Schwanzlaser. Ach du Scheiße. Ja, jetzt greift er natürlich gegen an. Wir nehmen mal ein Objekt, und zwar einen Trank. Den nimmt... Können wir jetzt einen Trank nehmen? Yeah, sein Schwanz ist immer noch oben. Kann ich mal... Ich möchte noch einen Trank nehmen. Cloud nimmt den Trank. Nein! Du... Ist das bescheuert. Was soll man jetzt machen? Okay. Ich weiß gar nicht, ich wähle gerade mit Cloud aus. Der hat am wenigsten... Kann ich noch ein Objekt nehmen? Ich kann Aether nehmen. Hab ich jetzt... Jetzt ist dein Schwanz nicht mehr oben. Macht Schlag! Los! Jetzt muss man ja auch noch aufpassen, was der Gegner hier macht. Das geht ja gar nicht. Kann ich jetzt mal... Kannst du jetzt mal hier... Yeah! Hadouken! Voll auf den Sack gekriegt, der Kollege. Und jetzt ich. Was mache ich denn? Ach, einen Äther habe ich genommen. Interessant. Gut zu wissen. Ist dein Schwanz jetzt oben? Das kommt Kompionsschwanz. Okay, Limit! Mutangriff? Was ist denn ein Mutangriff? Was habe ich denn sonst jetzt vorher für Angriffe gemacht? Habe ich da nicht mutig angegriffen? Los! X-Cut! Okay, Angriff. Wir müssen einfach angreifen, einfach weiter angreifen. Wir müssen durchpowern durch seine Attacken. Hilft nichts. Los, greif ihn an. Barret. Scheiß Bossgegner. Der kann ja ganz schön viel hier. Zack. Ah, ich hätte... Oh, das war's. Wir haben ihn besiegt. Den großen Roboskorpion. Da, das gibt doch ein Level-Up. Garantiert. Aber sowas von. Level-Up. Geil. Cool. Ein Sturmgewehr. Na, das kriegt doch bestimmt gleich der gute Barret. Aber sowas von. Haben wir es jetzt geschafft, oder was? Komm, nicht so weg von hier. Alles klar, machen wir. Okay, hauen wir ab. 10 Minuten bis zur Explosion. Oh, sogar mit richtigem Timer. Halt die Schnauze. Na, da brauche ich nicht nochmal speichern. Nein, jetzt da rein. Cloud, wir dürfen nicht da reingehen? Ich muss jetzt hier hochgehen? Interessant. Ich dachte, wir gehen da rein. Aber wir gehen jetzt wieder zurück, durch den, wo wir hergekommen sind. Na, das ist ja merkwürdig. Ich meine, klar, ergibt irgendwo Sinn, aber... Ah, verdammt. Kann ich durch die Tür da gehen? Oh, ich hoffe, ich verkack's nicht. Oh, ich müsste mich mal heilen. Das ist doch scheiße. Zauber, Blitz auf den Roboter. Rauchschuss. Was macht denn der damit? Wahrscheinlich das... Alter, Cloud geht's gar nicht gut hier. Strahlenpistole? Jetzt auch mal langsam gut hier. Ich hätte ihm mal das Gewehr, das Sturmgewehr geben sollen. Im guten Barret. Müssen wir jetzt gleich mal machen. Blitz! Töte ihn! Jawohl, das war's. Ich wusste es. Richtig gut. Strahlenpistole. Nein, eigentlich, dass die Barret angreifen. Das ist nicht verkehrt. Angriff. Und den jetzt. Weil ich glaube, die halten nicht so viel aus, die Kollegen. Was? Ah, die haben 40 wahrscheinlich. Wahrscheinlich haben die 40 Lebenspunkte. Die Kollegen. Oh, verdammt. Die Zeit läuft ja weiter.
Ist mir natürlich jetzt gerade erst wieder aufgefallen, dass die Zeit weiterläuft. Okay, wir haben es geschafft. Los. Kann ich mal einen Trank fallen lassen? Das wäre gut. Den könnte ich mal nämlich dann dem guten Cloud mal kurz geben. Trank wäre gut. Trank! Oh, wie ich es gewollt habe. Sehr gut. Okay, wir sind wieder. Schnell. Objekt. Trank. Cloud. Sehr gut. Oh, jetzt fühle ich mich gleich besser. Okay, cool. Gehen wir weiter. Schnell. Wir müssen jetzt hier hoch. Los. Nein! What? Ach so. Ich hatte einfach den Dings gewechselt. Na, los, da hoch! Wollte schon gerade sagen. Geh doch mal hier. Ja, man muss überlegen, es ist halt ein altes Spiel. Kannst halt nicht nach neuen Maßstäben messen, aber man muss sagen. So, ja, kommst du mal mit? Oder was? Bleibst du hier stehen? Der Reaktor explodiert. Hallo? Bist du okay? Mein Bein steckt fest. What? Okay, ich habe ihn befreit. Danke. Ich habe ihn gerettet. Was wäre denn passiert, wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte? Wäre er dann gestorben? Ich meine, wäre mir ja egal gewesen, aber ich gehöre ja nur zu der Gruppe hier. Hallo? Ich möchte... Dankeschön. Ich wollte gerade sagen, ich möchte doch mal die Leiter hier nach oben klettern. Nicht, dass es am Ende daran scheitert, dass ich zu doof bin, eine Leiter nach oben zu klettern. Das wäre nicht so geil. Okay, Cloud, du schaffst es. Du kannst es. Oh, und springen wie ein junger Gott. Los. Wir schaffen es. Die Treppe hier nach oben. Los. Müssen wir jetzt anderen noch helfen? Stecken deren Beine plötzlich auch fest? Vor allem, der stand da nur rum. Wie ist plötzlich sein Bein stecken geblieben? Wieder Blödsinn gemacht wahrscheinlich die ganze Zeit. Okay, ihr könnt nix. Ihr Nasen, ihr. Los, Barrett, mach ihn platt. Barrett! Er ist zuerst dran! Der Penner! Okay, komm, los, weiter geht's. Komm. Nicht, wir haben nicht Zeit zum Jubeln! Wie die immer noch jubeln! Wir haben doch keine Zeit! Wir haben keine Zeit! Keine Objekte gesammelt, aber noch ein bisschen Gold abgeknöpft, diesen komischen Robotern. Ist auch geil. Was hast du heute gemacht? Ich habe einen Reaktor in die Luft gejagt und Roboter bestohlen. Das klingt wie ein cooler Samstagabend. Wenn man mich fragt. Okay, wir müssen wieder einen Knopf drücken. Wir müssen ja nach oben. Drück den Knopf. Cloud, drück den Knopf. Einschalten. Am Ende gehe ich die vollkommen falsche Richtung, aber ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind richtig. Los, raus. Raus hier. Los. Yeah. Okay, Jungs. Los. Hallo. Nein. Ich wollte gerade mit denen reden. Okay. Das wird schon. Du. Ach, das sind nur dumme Roboter. Die können nix. Den angreifen, bitte. Strahlenpistole. Die sieht aus wie Eis, was die schießen. Das ist doch keine Strahlenpistole. Barrett, mach ihn platt. Wieso? Barrett, du kannst gar nichts, mein Freund. Aber mal ohne Spaß. Ich muss dir mal das Sturmgewehr geben, glaube ich. Machen wir jetzt zwischen den Teilen noch schnell. Angriff. Barrett, mach ihn platt. Dun. Okay, cool. Los jetzt, aber raus hier. Mensch. Wir müssen zum Zug wahrscheinlich zurück, nehme ich mal an. Das. Ein Trank. Oh, den können wir gleich irgendjemandem noch geben. Aber vorher noch schnell. Moment. Pausiert das Spiel hier? Das wäre gut. Objekt. Achso, kann ich nicht, muss ich... ausrüsten, genau, exakt. Barrett. Der hat, Gatling-Gewehr. Ist das Sturmgewehr besser? Das ist definitiv besser. Du kriegst das Sturmgewehr, mein Lieber. Ein Bronzereif hat er. So, müssen wir jetzt hier raus? Hallo? Ey! Lass uns gehen. Ja, bitte. Wie geht das? Wie machen wir das? Hallo? Ey, wir müssen hier raus. Ach, er kann nur den Code einschalten. Das ist aber auch merkwürdig. Okay, los. Okay, muss ich jetzt dich drücken, dass du das machst? Ja, weil er hat nämlich beim letzten Mal gemacht. So ein kleines Puzzle hier noch. Man muss sich merken, wer welche Tür bedient hat. Oh, dass die mir nicht helfen können. Wir sind doch zusammen unterwegs. Feiglinge können mir nicht helfen. Okay, ihr könnt gar nichts, meine Lieben. Barrett und ich, das Sturmgewehr hier. Mal gucken, was das Sturmgewehr macht. Zack, tot. Sturmgewehr. Wow! Die sehen ja lustig aus. Warum kriegt man solche... Das sind solche coolen Kamerafahrten und alles sowas. Man merkt schon, das Spiel hatte... Ja, das macht doch schon mehr Wumms. Das Spiel hat schon seine Qualitäten. Also es gibt schon einen Grund, warum die Leute sich so aufs Remake freuen. Das ist schon relativ geil. Das muss ich einfach mal sagen. Das macht schon Spaß.
Also klar, wahrscheinlich gehen einem irgendwann die, die zufallsgenerierten Kämpfe auf den Sack. Ich habe so das Gefühl, es kommt noch ein Endboss, habe ich so im Gefühl. Deshalb benutzen wir jetzt nochmal einen Trank. Und zwar bei jeweils den beiden sozusagen. Ich glaube, es kommt nochmal ein Bosskampf, habe ich so im Gefühl. Also, kann mich auch irren, aber ich vermute es einfach mal. Wir hatten einen fetten Bosskampf beim Reaktor und jetzt gibt es nochmal einen fetten Bosskampf. Hoffentlich. Okay, hier, Wedge. Oh Gott, los, komm mit. Er ist schon wieder hingefallen. Los, los, raus hier, bevor... Bom. Alter, die Explosion. Die sah fett aus. Also, man muss das immer aus den Augen eines damaligen Spielers sehen. Im Jahr 1997 war das eine fette Explosion. Okay, wir haben es geschafft. Ich hätte mich nicht nochmal heilen müssen. Ich habe Tränke verschwendet wahrscheinlich. Wow, wo sind wir denn jetzt hier? Das sollte den Planeten am Laufen halten. Zumindest für eine kleine Weile. Ach so, weil wir verhindert haben, dass diese Marco-Energie rausgezuzelt wird aus dem Planeten. Ja. Barrett sagt nichts. Barrett schweigt. Er ist ein Till Schweiger, ist er. Okay, alle zurück. Was hat er jetzt noch gemacht? Noch die Schuhe schnell zugebunden. Oder was? Wow. Der Übergang von so einer animierten Sequenz in die realen Hintergründe, das ist schon relativ geil. Oh Gott, Wedge, Hintern brennt wahrscheinlich. Feuer, 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 Feuer. Ja, das war klar. Japanische Comedy. Okay, lass uns von hier verschwinden. Ja, was? Don't tell me what I'm doing, I'm already doing it. Treffpunkt an der Station in Sektor 8. Trennt euch und steigt in den Zug ein. Alles klar, sehr gut. Und springen sie weg. Team Rocket geht. Oh, okay, hey, was ist los? Es geht um dein Geld. Spaß dir auf, bis wir wieder im Versteck sind. Ich möchte jetzt bezahlt werden. Nach Beendigung des Jobs. Hallo? Ich komme hier nicht... Achso, ich wollte gerade sagen, ich komme nicht hinterher. Ich brauche mein Geld. Ich laufe dem hinterher. Ich will meine Kohle haben. Hab einen Reaktor in die Luft gesprengt hier. Wo sind wir jetzt? Was ist das? Madison Square Garden? Times Square, wollte ich gerade sagen. Oh! Haben sie die gerade hingeschubst? Ah. Blumenmädchen. Entschuldigung? Ja. Was ist passiert? Du verschwindest besser von hier. Nichts. Hör zu. Du verschwindest besser von hier. Es wird gefährlich. Wirklich? Ich weiß nicht, was los ist. Also, in Ordnung. Ich gehe dann mal. Da, 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 da. Blümchen, Blümchen, Blümchen. Okay. Können wir dir hinterhergehen? Können wir ihr nachgehen? Stalken? Wo sind wir denn jetzt? Ist das geil. Er sieht wichtig aus. Ihn müssen wir befragen. Er ist wichtig. Bleib hier stehen. Bleib stehen. Was zum Teufel geht hier vor? Okay, alles klar. Oh, ein Trank. Trank, 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 Trank. Trank erhalten. Sehr gut. Was ist mit dir, mein Freund? Schönen guten Tag. Ich habe einen Reaktor in die Luft gesprengt. Willst du dafür was haben? Ich frage mich, was da drüben an der Wand ist. Lass mal sehen. Lass dich von Shinra nicht zum Narren halten. Die Marco-Energie hält nicht ewig vor. Marco ist die Lebensenergie des Planeten. Das Ende ist in Sicht. Beschützer des Planeten, Avalanche. Ah, da steht ein Graffiti oder was. Alles klar, verstehe. Das ist ja wirklich hier so ein bisschen Ökoterrorismus. Das ist ja aktueller denn je. Hier. Hey, du da! Shinra-Soldaten. Bekämpfen? Später. Bloß nicht... Halt! Ich habe jetzt nichts ausgewählt gehabt. Später! Oh Gott! Das ist natürlich schlecht. Wahrscheinlich... Oh Gott! Später, verdammt, jetzt muss ich alle bekämpfen. Okay, das hätte ich besser planen sollen. Aber das weiß ich nicht, weil jetzt stehen da bestimmt 8 Leute. Na gut, 3, das geht. Angriff von beiden Seiten? Das ist ja gemein. Aber wenigstens wurde ich geheilt, das ist sehr gut. Alter, jetzt darf ich jetzt auch mal... Dankeschön. Ihr habt meinem riesigen, komplett sinnlosen Schwert, habt ihr nichts entgegenzusetzen. Das ist so lächerlich groß, dieses Schwert. Für euch muss ich nicht mal Mana-Punkte verschwenden. Los, 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 los. Naja, die treffen ja gar nichts. Das Schwert ist mächtiger als die Kanone, mein Freund. Ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta. Ja, ja. So, kriege ich jetzt noch was? Keine Objekte. Aber dafür ganz viele Gil, fast 700. Da kann man bestimmt sich was Gutes von kaufen. Hierher. Hmpf. Okay, was muss ich jetzt machen? Oh Gott, muss ich zum Super Saiyajin werden.
Ich habe nicht die Zeit, sie mit euch zu verschwenden. Genug geschwatzt, greift ihn! Oh! See you later, fuckers! Ha! Geil! Mega gut entkommen. Ich habe nur darauf gewartet, dass sie mich umzingeln, damit ich ultra cool von möglichst vielen Leuten abhauen kann. Ich bin ja der coolste Mann unter der Sonne hier. Und jetzt komme ich bestimmt von oben durch den Zug. Ah, oh, ist das cool. Cloud ist nicht gekommen. Ha, denkt ihr, Freunde der Sonne? Cloud, ob er getötet wurde? Ist doch egal, niemals. Was interessiert euch das? Ihr mögt mich sowieso nicht. Cloud. Oh, und jetzt komme ich von oben durch die Decke. Und Superhero Landing, Superhero Landing. Sag mal, meinst du, Cloud ist bis zum Ende für Avalon kämpfen? Avalanche kämpfen? Wie zum Teufel soll ich das wissen? Sehe ich aus wie ein Gedankenleser? Ah, die Dialoge von damals. Wenn nicht alle so ausgeflippt werde. Hä? Wieso? Hey, Barrett, was ist mit deinem Geld? Es gibt keine Kohle? Ah, nichts. Entschuldigung. Was? Reden die aneinander vorbei? Ah! Ah, oder meins war's? Ah. Komm ich jetzt von oben mal durch die Decke gestürzt? Oh, ich komme von außen. Das ist ja uncool. Oh nee, das ist schon cool. Doch, schon cool. Cloud! Hey, na, habt ihr mich vermisst? Ich bin wohl etwas spät dran. Oh, ich bin mega super cool. Verdammt richtig, du kommst spät. Läufst hier an und machst eine große Szene. Ja, hey, starker Auftritt. Braucht ein Held nun mal. Ist doch nichts dabei. Mach ich doch immer so. Das mache ich immer so. Mist, alle haben sich Sorgen um mich gemacht. Du scherst dich um niemanden als dich selbst. You're a loose cannon, Cloud. You're a loose cannon. Du hast dich um mich gesorgt? Haha. Nein, nein, habe ich natürlich nicht. Was? Natürlich nicht. Das ziehe ich dir von dem Geld ab, Heißsporn. Was? Heißsporn ist auch so ein Wort, das es lange nicht mehr gibt. Aufwachen! Es geht los, folgt mir. Ach so, der eine hat gepennt. Verstehe. Hey, Cloud, du warst echt toll. Ah, das finde ich lieb. Danke, Wedge. Biggs ist das, ne? Ja. Hey, Cloud, nächstes Mal machen wir es noch besser. Okay, cool. Wo springt ihr jetzt hin? Aber in die nächste Dimension. Vorsichtig, ich schließe das. Oh, ist sie eine Sie? Das ist eine Sie, ne? Die gute Jessie, ja. Oh, Cloud, dein Gesicht ist total schwarz. Blackface? Na, das geht aber nicht in der heutigen Zeit. So, das wär's. Hat sie jetzt ein Taschentuch genommen? Ein bisschen Spucke dran? Das ist da was? Hey, danke, dass du mir beim Reaktor geholfen hast. Oh, geht da was? Geht da was mit der guten Jessie? Alter, ich sehe aber auch aus. Ich sehe ja merkwürdig aus. So, und das war's jetzt, oder wie? Oh, wir sind aber in einem schönen Zug. Letzter Zug aus Sektor 8, Endstation Sektor 7. Depot erwartete Ankunft 12.23 Uhr, Midgar-Zeit. Midgar? Wir sind plötzlich in der nordischen Mythologie. Oh, was hat er für eine coole Sonnenbrille gehabt? Ich hab das gesehen. Eine coole Sonnenbrille hatte der auf. Was macht er denn eigentlich hier die ganze Zeit? Was ist er denn hier mit dem coolen... Oh, mit dem coolen... Deswegen hasse ich den letzten Zug. Oh Mann, er mit dem coolen Anzug hier. Warum sehen die eigentlich alle aus wie Lego-Männchen? Was hat man sich dabei gedacht? Was ist eigentlich mit dir hier? Hä? Das ist mein Zuhause. Macht's euch gemütlich. Das ist dein... Du wohnst im Zug? Wie geht denn das? Will ich aber auch können. Hast du die Schlagzeile im Shinra-Tagesanzeige gelesen? Die Terroristen, die Reaktor 1 gesprengt haben, kommen irgendwo aus den Slums. Einen Reaktor in die Luft gejagt. Da haben sie sich ganz schön was ausgedacht. Reaktor in die Luft gejagt. Sie müssen einen ziemlich berechnenden Anführer haben. Was sie wohl als nächstes anstellen? Tja, das würde ich dir gern verraten, aber dann müsste ich dich umbringen. Was ist mit dir, Barrett? Hör auf mit dem kindischen Zeug. Setz dich hin und halt den Mund. Ey, ich will meine Kohle haben. Oh, bitte. Du gehst den anderen Passagieren auf die Nerven. Sir, this is a Wendy's. Muss ich mich jetzt hinsetzen, oder was? Wie soll ich mich denn jetzt hinsetzen? Ich will mich hinsetzen. Muss ich mich neben den setzen? Wix, scheinbar ist der Zug noch nicht auf Sicherheitsmodus umgeschaltet. Das wird sich morgen sicher ändern. Ah, Sicherheitsmodus heißt was anderes. Was ist hier mit Wedge und Jesse? Hey, Cloud! Willst du das mit mir ansehen? Ja, klar. Das ist eine Karte des Schienennetzes von Midgar. Wir können uns mal anschauen. Ich werde es dir erklären. Cool. Ich mag solches Zeug. Bomben und Monitore. Weißt du, so abgefahrenes Zeug. Bomben und Monitore. So abgefahrenes Zeug eben. Die ist leicht zu beeindrucken, die gute Jessie. Bomben und Monitore. So abgefahrenes Zeug halt. Okay, es fängt gleich an. Es geht los, Sendung mit der Maus, oder was? Das ist ein exaktes Modell der Stadt Midgar. Der Maßstab ist 1 zu 10.000, verstehe.
Die obere Ebene ist etwa 50 Meter über dem Boden. Interessant. Im Zentrum der Ebene befindet sich der Hauptträger. Jeder Reaktor verfügt über weitere Träger. Verstehe. Psst, flüster, flüster. Der Reaktor 1, den wir in die Luft gejagt haben, war im Nordsektor. Das hier sind Reaktor 2 und 3 und alle anderen bis zur Nummer 8. Verstehe. Die Reaktoren versorgen Midgar mit Strom. Moment, wir waren doch in Sektor 8 und haben da den Reaktor in die Luft gejagt, oder? Verstehe ich was falsch? Müsste das nicht Reaktor 8 sein? Macht das nicht Sinn, dass im Sektor 8 auch Reaktor 8 steht? Na, egal. Jeder Stadtteil hat einen Namen, aber niemand in Midgar erinnert sich daran. Woher weiß man dann, dass die eigene Namen haben, die Stadtteile? Okay, egal. Stattdessen gibt es jetzt nur noch die durchnummerierten Sektoren. Na, na, na. Da ist auch mal ein Schreibfehler. Durchnummeriert schreibt man, glaube ich, mit 2M. Obwohl, nee. Numerisch wird auch nicht mit... Nee, das ist schon wahrscheinlich richtig. Soweit ist es gekommen. Soweit ist es gekommen. Jetzt haben wir nicht mehr Namen, nur noch Zahlen. Puh, jetzt hierzu. Schau. Das ist der Streckenplan des Zuges. Wo? Ah, verstehe, da. Steht da? 8 Stationen. Okay. Die Strecke führt spiralförmig um den Hauptträger herum. Das ergibt Sinn. Wir müssten demnach zum Zentrum kommen. An jeder Kontrollstelle befindet sich ein Identitätssensor. Was ist das hier? 1984, George Orwell, lässt grüßen. Dieser ist an die zentrale Datenbank im Shinra-Hauptquartier angeschlossen und kann Identität und Hintergrund eines jeden Passagiers überprüfen. Ja, das ist hier. Big Brother is watching you. Flüster, flüster. Jeder sieht uns an, dass wir verdächtig sind. Deshalb haben wir gefälschte Ausweise. Das macht uns nicht weniger verdächtig, wenn man mich fragt. Aber okay. Cool. Oh oh, Alarm, Alarm. Wenn man vom Teufel spricht. Die Lampe bedeutet, dass wir im Ausweiskontrollbereich sind. Wir werden jetzt automatisch gescannt. Flüster, flüster. Wenn die Lichter ausgehen, weiß man nie, was für Gestalten rauskommen. Egal, wir sind sowieso fast schon oben. Was für eine Erleichterung. Okay. Ich wette, unser Team geht jetzt hops. Nein. Doch nicht? Okay. Cool. Dann halt nicht. Wedge, hast du noch was? Ich sehe Sterne. Das ist ätzend. Ich hasse die Dunkelheit. Verstehe. Biggs? Schnarch, schnarch, schnarch. Spiel dich nicht so auf. Barrett, schlaf. Okay, also er spricht im Schlaf. Oh, Barrett, hi. Ciao. Du kannst jetzt die Oberfläche sehen. In dieser Stadt gibt es keine Tage und Nächte. Alter, das ist ja schlimm. Wenn die Platte nicht wäre, könnten wir den Himmel sehen. Alter, keine Tage und Nächte? Das würde aber meinen Schlafrhythmus durcheinander bringen. Eine schwimmende Stadt. Ganz schön instabile Gegend. Ich mag die Welt, die sie aufgebaut haben. Die ist cool. So eine Stadt, die schwimmt. Im Unterwasser wahrscheinlich. Mit verschiedenen Sektoren und alles. Ah, das ist schon cool. Hätte nie gedacht, dass du mal sowas sagst. Du bist halt immer für eine Überraschung gut. Was habe ich denn gesagt? Ich mag so abgefahrenes Zeug. Bomben, Monitore. Die Welt da oben. Eine Stadt auf einer Platte. Und wegen dieser Pizza müssen die Leute unten drunter leiden. Pizza. Da kommt nie was Gutes bei raus, habe ich so ein Gefühl. Die Italiener. Und die Luft in der Stadt unten ist völlig verschmutzt. Okay, das sind wirklich Ökoterroristen, die Kollegen hier. Und außerdem verbraucht der Reaktor sämtliche Energie. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Und warum ziehen da nicht alle auf die Platte? Da wollten wir eigentlich raus früher. Ich zieh nicht in die Platte. Der ist doch nicht so gut. Schönen Altbau, den möchte ich. Okay, verstehe. Keine Ahnung, wahrscheinlich, weil sie kein Geld haben. Oder vielleicht... Früher hatte man kein Geld und ist deswegen in die Platte gezogen. Verstehe. Weil sie ihr Land lieben, egal wie verdreckt es ist. Oh, ganz patriotisch hier. Ich weiß, keiner lebt in den Slums, weil er es so will. Ist auch noch hier Klassismus jetzt hier. Wird auch noch hier Klassenkampf etabliert. Es ist wie mit diesem Zug. Der kann auch immer nur dahin fahren, wo die Gleise hinführen. Oh, wie poetisch. Ich bin auch noch ein schlauer Bursche hier. Und die nächste Cutscene. Halt die Schnauze. Er sagt, für damalige Verhältnisse, man wurde auf der PlayStation 1 so eine Grafik, also diese Rendersequenz, man wurde weggeblasen förmlich. Wahnsinn. Wahnsinn. Okay. Ausweise bitte. Alle aussteigen. Das ist der Coole mit der Sonnenbrille, der geht vorne weg. Der hat aber große Füße. Alter Falter, hat der große Füße. Okay, wir hauen ab. Was sind das hier? Tick, Trick und Track? Okay, los geht's. Cool. Ah, wir haben noch 10 Minuten. Da können wir noch irgendwas machen. Dann ist die Stunde rum. Und los, Cloud. Yeah! Ah, guckt alle raus aus dem Zug. Hey, kommt hier rüber, ihr alle. Okay, was ist los? Die Mission war ein Erfolg.
Ihr dürft euch jetzt aber nicht auf euren Lorbeeren ausruhen. Der schwierige Teil kommt erst noch. Lasst euch nicht von der Explosion einschüchtern. Was kommt denn jetzt noch? Was muss man jetzt noch machen? Die nächste fällt noch viel größer aus. Ach, verstehe, deswegen. Ey, wo ist meine Kohle? Wir treffen uns an einem Versteck. Weg hier. Moment, meine Kohle! Mein Geld! Hallo? Ey! Was ist mit Bix? Ey, meine Kohle! Okay, rede ich erstmal mit dir. Habt ihr meine Kohle? Ich lasse dich heute Nacht nicht gehen. Toll. Oh, die sind verliebt. Ohne dich gehe ich heute Nacht nicht raus. Ohne dich halt ich's heute Nacht nicht aus. Entschuldigung, neue deutsche Welle. Bin ich zwar nicht mit groß geworden, aber hey. Was, und suddenly im Sim Versteck oder was? Nee, wir sind in Slums, das erkennt man an den Wellblechhütten. Okay, wir können speichern, das werde ich tun. Das werde ich jetzt tun. Dankeschön. Speichere. Das ist sehr wichtig, ich möchte bitte speichern. Also das Spiel macht natürlich extrem viel Spaß. Also ich kann verstehen, warum sich Leute auf ein Remake freuen. Vor allen Dingen, wie gesagt, weil das ja wahrscheinlich ein komplett neues Kampfsystem haben wird. Aber ganz ehrlich, das ist schon, das macht schon Spaß. Also ich glaube, das wird natürlich noch besser. Man kriegt dann noch eine größere Party und man ist ja gerade erst am Anfang. Wie gesagt, das Spiel ist, glaube ich, 60, 70 Stunden lang. Also ich habe ja fast gar nichts hier von dem Spiel bisher gesehen, sozusagen. Aber hey, ich kann verstehen, warum es die Leute gut finden und vor allem, warum es die Leute damals weggeblasen hat. Was ist hier? Was du pinkelst du in die Ecke? Jetzt aber, huch! Was um Gottes Willen machst du da? Einfach rausstoßen. Rausstoßen? Okay. Was hat er in dem Rohr da gemacht? Na egal. Herr im Himmel. Du kommst auch, um es dir anzusehen. Was? Es hat Detonationen gegeben da oben. Wenn die Säule einstürzt, bleibt von den Leuten in den Slums nichts mehr übrig. Wir haben was Falsches gemacht wahrscheinlich. Naja, es hat keinen Sinn, sich Gedanken darüber zu machen. Hey, schau mal. Das ist gigantisch. Was? Oh. Ah. Das ist der nächste Reaktor. Den müssen wir jetzt auch in die Luft sprengen wahrscheinlich. Alter. Also ja, für damalige Verhältnisse, die Grafik, die Präsentation, das hat sich Leute so ins Gedächtnis gebrannt bei den Leuten. Squaresoft generell war damals, was Präsentation angeht in seinen Spielen, einsame Spitze. Das ist Wahnsinn. Und wenn man sich überlegt, dass diese Technik, die sie da benutzt haben, dass das der Grundstein war für den ganz schlimmen Final Fantasy Film hier, Spirits Within. Aber das war der Grundstein hier, weil die Leute so die Cutscenes gelobt haben in Final Fantasy 7 und 8, glaube ich, kam ja dann nach raus, genau, haben sie sich gesagt, ey, wir müssen damit was machen mit der Technik. Und dann haben sie hier The Spirits Within gemacht. Der Film sieht optisch immer noch heute sehr, sehr geil aus, aber inhaltlich ist es ja komplette Scheiße, egal. Hey, was für ein merkwürdiger und schöner Ort. Gehört mir, aber du kannst herkommen, wenn du möchtest. Mach's gut. Okay, cool. Danke, unbekannter Mann, dass du mir sagst, dass ich hierher kommen darf. Okay, hey Cloud, sofort hier rüber. Alles klar, was machen wir denn? Sind wir hier lang? Hier sind die, glaube ich, lang, ne? Unsere Kollegen. Das ist unser Versteck. Eine Bar! Das ist ja das beste Versteck. Texas! Wir verstecken uns in Texas. Es hat What the fuck? Wurde geschossen? Was ist denn jetzt los? What? What the fuck? Was ist los? Was ist hier? Barrett, was ist denn hier passiert? Hast du die alle rausgeschmissen? Die Merchandiser. Okay, geh weiter. Okay. Hat die alle rausgeschmissen, die Merchandiser. Ihr gehört nicht zur Avalanche. Raus hier mit euch. Oh, Papa! Papa? What? Ich hab eine Tochter? Moment, what? Marlene, willst du nicht etwas zu Cloud sagen? Ich hab eine Tochter? Ich bin noch 17 Jahre alt. Bin aber frühreif. Willkommen zu Hause, Cloud. Sieht so aus, als wäre alles gut gegangen. Wer bist du denn? Hast du mit Barrett gekämpft? Habe ich. Ich hätte es wissen müssen. Er kommandiert immer alle herum. Und du warst schon jeher eine Kämpfernatur. Ich hatte mir Sorgen gemacht. Tifa. Ein cooler Name. Finde ich wirklich einen coolen Namen. Jetzt mal ganz ehrlich, das ist ein cooler Name. Tifa ist ein cooler Name. Ich bin froh, dass keinem was zugestoßen ist. Ja, weil ich dabei war. Ich habe alle beschützt. Ich bin ein absolutes Badass. Ich habe eine Tochter. Das will ich jetzt noch mal wissen. Marlene heißt die. Ich dachte, ich bin 19 Jahre oder so in der Drehe. Na, egal. Jungs, Bix. Ah, es geht auch nichts über den ersten Schluck nach einem Auftrag. Klar, erstmal saufen. Trink doch einen mit. Ja, warum denn nicht? Schönes Feierabendbier. Oh, so ist das.
Auch wenn du bei Soldat warst, also es ist wirklich eine Gruppe, die heißt Soldat. Das ist der bescheuerte Name für irgendeine Gruppierung, Soldat. Hier bist du trotzdem ein Neuling. Hör mir also zu, wenn ich dir was sage. Warum schubsen mich hier alle rum? Wedge, was mit dir? Oh, Cloud. Tifa ist eine Meisterköchin. Egal, ich will dir was sagen. Worum geht's denn? Tifa lässt mich immer probieren, wenn sie kocht. Was? Ist das ein Euphemismus für irgendwas? Oder in Zweideutigkeit? Und darum bin ich jetzt kugelrund. Ja, das ist doch eine eigene Schuld! Ich weiß nicht, ob ich darüber lachen oder weinen soll. Aber der Laden ist berühmt für sein gutes Essen. Und für seine Getränke erst recht. Alles klar? Was hat hier Jessie zu sagen? Jessie ist bestimmt eifersüchtig. Wir haben bestimmt tiefer was. Und vorsichtig. Unvorsichtig. Du bist ja ganz aufgeregt. Warum wohl? Was? Manche Dialoge ergeben hier wenig Sinn. Tifa, ich möchte mit dir noch reden. Tut mir leid, Cloud. Marlene ist wohl ein wenig schüchtern. Okay. Oh, kann ich hier... Ich möchte bitte was spielen. Ich kann nicht... Ich bin schwer erschüttert. Okay, dann gehe ich nochmal raus. Wow! Barrett, was ist los? Papa... Ah, okay. Seine Tochter. Ah! Moment! Okay, ich verstehe. Barrett und Tifa sind zusammen und deswegen, weil Barrett ist ja schwarz, also seine Tochter sieht jetzt nicht unbedingt aus wie seine Tochter. Sag ich erstmal. Aber wahrscheinlich hat er was mit Tifa. Ist okay. Cool. Bestens. Bestens geht's mir. Komm hier runter. Kommt hier runter, ihr Trottel? Die Konferenz fängt an. Wo sollen wir denn runterkommen? Wir sind doch auf demselben Level. Ach so, da runter. Geil. Stark. Kein Wunder, dass ich nicht spielen durfte. Und ich sitze hier einfach nur rum. Nee. Das will ich nicht. Ich will noch mit Tifa reden. Setz dich. Cool. Ach so, ich darf nicht zur Konferenz, oder was? Wie sieht's aus? Willst du was trinken? Ich brauche was Hartes. That's what she said. Ein Moment, ich mache dir einen. Was kriegen wir denn jetzt? Single Malt Whisky. Weißt du, ich bin froh, dass du wohlbehalten zurück bist. Ah, sie hat was für uns übrig. Was ist denn auf einmal hier los? Das war kein besonders schwieriger Auftrag. Kann schon sein. Du warst bei Soldat. Ja, das sagen mir alle. Vergiss nicht, dir deinen Lohn bei Barrett abzuholen. Ja, genau. Wo ist meine Kohle? Mach dir keine Gedanken. Sobald ich das Geld habe, bin ich weg von hier. Ah, ich brauche das Geld, um abzuhauen. Ich habe wahrscheinlich woanders eine Freundin. Okay, komm jetzt hier. Cloud, geht's dir auch wirklich gut? Ja, Mutti. Klar, wieso? Einfach so. Du siehst ziemlich müde aus. Das ist alles. Oh, ist klar. Komm jetzt hier. Ich gehe jetzt hier runter, hol mir noch meine Kohle und dann ist der Teil zu Ende. Ich will nur meine Kohle haben. What the fuck? Das ist die Nachrichten. Das ist ja hier Man Cave. Alter, wo ist meine Kohle? Barrett, hey Cloud, ich muss dich mal was fragen. Nee, ich muss dich mal was fragen. Wo ist mein Geld? Waren bei denen, die heute gegen uns gekämpft haben, welche von Soldaten dabei? Natürlich alles. Nur. Nein? Nein, da bin ich mir ganz sicher. Was war denn das dann? Sieht aus, als hättest du recht. What? Ich will meine Kohle. Wenn jemand von Soldaten dabei gewesen wäre, würdest du jetzt nicht mehr vor mir stehen. Stehe. Also ich bin wahrscheinlich, als Soldat ist wahrscheinlich eine Elite-Truppe. Verstehe. Glaub nicht, dass du eine ganz große Nummer bist. Bloß weil du bei Soldat warst. Alter, ich will nur mein Geld. Cloud. Wow! Ha, da ist ein cooler Effekt. Oh ja, du bist stark. Wahrscheinlich sind alle stark, die bei Soldat sind. Aber vergiss nicht, dass du jetzt für Avalanche arbeitest. Bild dir bloß nichts ein, du könntest dich immer noch an die Shinra klammern. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Bei den Shinra bleiben? Du hast mich etwas gefragt, aber... Und ich habe dir eine Antwort gegeben. Das ist alles. Ich will meine Kohle. Wo ist mein Geld? Where's the money? Ich gehe nach oben. Ich muss die Sache mit dem Geld besprechen. Wo ist meine Kohle? Meine Kohle! Donnerwetter, Geld. Ich will... Ich krieg keine Kohle? Warte, Cloud. Ja, Geld! Hier, seht ihr diese Taschen? Sie sind leer. Da muss was rein. Tifa, lass uns gehen. Sieht so aus, als würde er die Shinra immer noch vermissen. Ich will Kohle! Sei still. Mir liegt weder an den Shinra noch was an Soldat. Ich will Kohle. Geld! Penunzen, die kleinste Violine der Welt. Hallo, hier. Aber verstehe mich nicht falsch. Avalanche und der ganze Planet sind mir genauso egal. Ich bin ja ein ganz schöner Nihilist hier. Okay, liebe Freunde. Das war eine Stunde mit Final Fantasy, habe ich so im Gefühl. Wir kriegen unser Geld jetzt hier nicht. Hast du noch meine Kohle? Bring die Angelegenheiten mit allen für mich in Ordnung. Was? Okay, Cloud. Du sagst es dir egal.
aber du bist zu mir gekommen, um mit mir zu reden. Klar, du brauchst Freunde. Stimmt's? Es ist mir wirklich egal. Nee, hau ab. Na gut. Wenn ich dich so ansehe, würde ich sagen, du bist einsam. Wenn du mal was auf dem Herzen hast, kannst du jederzeit mit mir darüber reden. Warum bin ich so ein Arschloch? Okay, weil ich nicht bezahlt werde, deswegen. Präsident Shinra. Heute wurde der Reaktor 1 bei einer Bombenexplosion zerstört. Die Terroristengruppe Avalanche hat sich für den Anschlag verantwortlich erklärt. Es steht zu befürchten, dass Avalanche die Terrorwelle fortsetzen wird. Bürger von Midgar, es gibt jedoch keinen Grund zur Angst. Ich habe unverzüglich Soldaten zum Schutz der Zivilbevölkerung vor dieser sinnlosen Gewalttat mobilisiert. Vielen Dank und gute Nacht. Macht's gut. Gott segne Amerika. Okay, ganz ehrlich, ich will Kohle haben, Barrett. Kohle. Donnerwetter, Geld. Ich will, hast du das Geld? Papa, du bist so toll. Keiner hat Geld für mich. Okay, alles klar. Liebe Freunde, dann würde ich sagen, machen wir für heute hier Schluss. Ich muss sagen, die erste Stunde, klar, wie gesagt, nicht sehr aussagekräftig, habe ich schon gesagt. Aber ich muss sagen, ich verstehe, warum die Leute damals so viel Spaß hatten. Also, die Charaktere sind lustig. Es ist alles schön herrlich japanisch, aber es macht Spaß. Das Kämpfen macht Spaß. Und man kriegt dann sicher dann später noch ganz viele neue Fähigkeiten. Man steigt ja im Level auf und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, auch das Setting finde ich ganz geil. Dass man so einen Planeten und man ist so ein Ex-Soldat. Wahrscheinlich trifft man dann auch noch auf Ex-Soldatmitglieder oder auf aktuelle Soldatmitglieder, die einem dann sagen, Verräter und so weiter und so fort. Das wird bestimmt auch relativ cool werden. Außer natürlich dann, wenn die Dame das Blumenmädchen stirbt. Das wird dann nicht so cool. Aber hey, bis dahin sind wir in diesem Teil nicht gekommen. Werden wir auch wahrscheinlich nicht. Ich bedanke mich immer fürs Zusehen bei euch. Ich würde mich freuen über Kommentare. Habt ihr, wie gesagt, Final Fantasy damals gespielt? Die Nummer 7 oder die 8 oder die 9 oder die 10 oder alle davor? Freut ihr euch aufs Remake, was kommt? Beziehungsweise, wenn ihr dieses Video seht, ist das vielleicht auch kurz davor schon zu erscheinen. Vielleicht haben auch einige von euch das schon. Schreibt auch das gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich sehr über ein Like freuen oder halt auch über ein Abo, falls ihr noch nicht habt. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Bis dahin, viel Spaß am Internet. Macht's gut.